Wir suchen heute neue Leute für den Chico. Chico ist ein halbjähriger deutscher Schäferhund-Mix. Wurde bei uns abgegeben letzte Woche, weil leider keine Zeit mehr für ihn da ist. Er wurde 2 Monate gehalten, war als Geschenk gedacht an den jungen Mann. Der junge Mann hat jetzt Arbeit, wurde der Hund hier abgegeben, für ihn ist leider keine Zeit mehr. Ist ein sehr netter, mit anderen Hunden sehr umgänglich, hat noch nicht viel Erziehung gehabt. Wir suchen Leute, die ein bisschen Hunde erfahren sind, die ein bisschen Zeit haben, gerade am Anfang jetzt mit ihm, dass sie ein bisschen was beibringen. Sonst ist er ein ganz netter, ein ganz umgänglicher Kerl. Zwei kleine Zwergkaninchen suchen zu Hause, Scott und Mooch, 2 kastrierte Böckchen, ca. 1,5 Jahre alt, mussten aus dem Mischstand rausgeholt werden, wurden da nicht wirklich gut gehalten, war eine Massenhaltung mit etlichen Kaninchen. Jetzt haben wir die beiden hier, sind im August schon kastriert worden, sind geimpft, kriegen jetzt Donnerstag noch ihre Myxomatose-Impfung und dann können die beiden gerne zusammen, vertragen sich super, gehen. Wir würden sie aber auch, wenn ein Weibchen vorhanden ist, einzeln auch vermitteln. Ja, das ist Tequila. Tequila kam vor 4 Wochen circa als Fundtier hierher. Sie ist circa 9 Jahre alt, geschätzt von uns. Ist eine ganz liebe, verschmuste Katze. Sehr verspielt, sehr kontaktfreudig Menschen gegenüber. Das einzige Problem, was sie hat, ist, dass sie nierenkrank ist. Das heißt, sie bekommt spezielles Nierenfutter, was aber keine größeren Kosten sind. Das hält sich eigentlich recht in Grenzen. Ja, ansonsten ist sie sehr verträglich. Wenn zu Kindern, dann nur zu älteren Kindern, dadurch, dass sie halt schon älter ist und ihre Ruhe haben möchte.